Eine neue Folge Company of Heroes Custom Maps. Wir sind zu dritt heute und spielen Achelous River. Tolle Sache. Ja, Nicht wahr? spannend. Norbert ist noch bei mir und Yannick, auch aka Showboots. Kennt er ja vielleicht. Kannst ja auch mal Hallo sagen. Hallo. 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 Ja, wunderschön. Ich glaube, ich nehme die deutsche mechanisierte Truppendoktrin. Da habe ich eine Arti. Mach Mach, wie das, du das ist willst. gut. Ich nehme wieder hier diese Geschichte mit der Festungspanzerdoktrin, ne? Das war doch die Festungspanzer, ja. Ja, genau. Gekauft. So, wo kommen meine neuen Einheiten her? Da unten. Sollen wir etwas bauen oder abjagen? Eine Wir müssen Infanteriekompanie. etwas bauen. Pioniere hier. Soll ich mal. Nee. Na, ist die Brücke schon aufgebaut? Wir spielen jetzt in einer deutlich geupdateten Version zu der letzten, an der wir Company of Heroes gespielt haben, Norbert und ich. Mittlerweile beherrscht die KI auf Achelous River, auf dieser Custom Map Auf dem aus Weg. dem ersten Teil, auch das Brückenaufbauen, wohl Ihr recht seht gut. gerade, wenn ich mal ganz kurz Dennis unterbrechen kann, dass die Ja, oberen natürlich. beiden Brücken, Mitte und rechts oben, schon gebaut werden, beziehungsweise die rechte obere jetzt schon fertig ist. Also da, wo ich jetzt gerade hinrenne, oder was? Genau. Ja, super. Das ist unbesetztes Oh, das wird Gebiet. heftig. Wir werden das ändern. Ah, Wir kommen scheiße, die damit kommen mit richtig gut. zwei Typen rüber. Ich laufe wieder weg. Drei, mit drei Einheiten, naja, da kannst du vergessen. Ich kann sie da Stell dich mal höchstens noch. hinter diese Blöcke, in diese. Hinter die Kisten, weißt du? Wenn wir Ah! hier bleiben, sterben wir. Bereit. Oh, So, dann das baue wird ich richtig jetzt. schwer, das zu halten. Soll ich Also. Maschinengewehr mal bauen und das da hinschicken? Vielleicht gar nicht so Was doof, wollen oder? Sie? Also, was Pioniere nehme ich nehmen jetzt? Sie Ich nehme dann. jetzt Jägerinfanterie. Warum denn auch nicht? Ich sichere jetzt hier mal so ein bisschen die Sachen mit Maschinengewehren und normalen Grenadieren. Kommen die auch bis über die Mitte rüber, dass die hier unsere Bauen auch in Seite der der Mitte Brücke bauen? die Ah, Brücken, ja. ist ja super. Freue ich mich jetzt Weiß schon nicht, beim drauf. letzten Mal haben sie ziemlich lange dafür gebraucht, Also ne? ihr habt das schon mal gespielt, fassen wir es mal Ja, so wir haben die zusammen. Karte schon einmal Gut, durch. dann haben wir schon so ein bisschen Erfahrung. Habt ihr da gewonnen oder verloren? Na, Ja, wir haben haben beim wir ersten Versuch glorreich gewonnen. verloren, aber beim zweiten Versuch haben wir dann gewonnen. Pioniere erwarten. Okay. Wir nehmen das ein, ganz sicher. Ein An MG-Drohne alle, die erwartet jetzt uns. uns hier beobachten und sich wundern, dass ich gar nicht auf ESL-Niveau spiele, ich bin gar nicht so gut. Brauchen Sie Feuerunterstützung? Nur als Hä? Info. Du hast mich doch angeschrieben. Dasselbe mit euch. Ja, traurig, ne? So, jetzt schicke ich mein Maschinengewehr und meine Grenadiere darüber. Auf die rechte Insel. Auf der linken Insel kommst du klar, Norbert, ja? Ja, Die scheint zu ich werde laufen. also massig jetzt Mörser erstmal bauen, dass wir die dann auch Mitte Die hin übernehmen können. Grenadiere melden Dass wir sich die Brücken an. auch kaputt kriegen, ne? Ein Ja, na, das bisschen. wird Wird schwierig eher ein sein, aber Problem. generell, dass wir die anderen Einheiten unter Druck setzen. Ja. Aber das kann man bereits aus, also solche Munitionspunkte kann man nicht nochmal befestigen, ne? Nee, ich glaube nicht. Die kannst du nur einmal bebauen. So, was ist denn jetzt hier auf der Mittelinsel? Die kommen irgendwie nicht weiter, ne? Also, auf der Mittel, auf der rechten meine ich, Entschuldigung. Irgendwie haben sie sich da. Vielleicht brauchen sie ein bisschen. Wie kann man nochmal die Map drehen? Mit welcher Taste? Alt, glaube ich. Probier es mal mit Alt. Ja, Alt. Alt. Alt ist es bei mir nicht. Alt gedrückt halten und dann die Maus bewegen. Ah, okay. Und mit Doppel-Minus ist sie wieder auf der Anfangsposition. Ja gut, nee, ich mag das ganz gerne, wenn es wirklich Süd-Nord ausgerichtet ist und nicht so schief irgendwie. Krumm und schief mag ich nicht. Nein! Das kann doch nicht dein Ernst sein. In dem Moment, wo ich die scheiß MGs Warte, wegziehe, ich komme zu dir. greifen sie Ah, an. da kommen sie rüber über die Brücke. Kleine Schweine. So, wir können an sich jetzt den Punkt einnehmen, Yannick. Hier auf der rechten Insel. Ich habe da jetzt ein MG drin sitzen, vorne in der Hütte. Ich laufe da mal hin. Und dann haben wir schon verbunden. Nee, uns fehlt noch ein Punkt hier. Nimmst du den noch ein auf dem Festland? Dann können wir da nämlich Bunker oder sowas hinsetzen. Ja, ist schon in Ist Auftrag. schon in Arbeit, sehr gut. Ich habe ja hier einen Pioniertrupp drüben. Ah, da kommen sie nämlich schon wieder, die Schweine.
zu allem bereit. Ja, aber die kriegen wir doch locker weg da. Sehr gut. Läuft. So, jetzt haben wir das hier eingenommen. Dann kann ich jetzt hier nämlich auch einen Bunker hinsetzen. Brauchst du auch einen hin? Okay. Oh, okay. Das könnte ein Problem werden. Vielleicht Stacheldraht. Ja, es wäre aber besser, wenn da jetzt nicht direkt Leute schon stehen würden. Gegner. Dann sterben meine Pioniere da nur. Willst du sterben? Bewegung! Wollt ihr es ansehen? Ah, schwierig. Genau, schick das MG da rein. Sehr schön. Schneller! Wir sind Pioniere! So, dann baue ich jetzt hier mal Stacheldraht. Pioniere haben Befehl zu bauen! Pioniere haben Befehl zu bauen, sagt er. Wir brauchen ein Treibstofflager, damit unsere Maschinen laufen. So, Treibstofflager gebaut. Gut, Stacheldraht wird gezogen. Dann kommen sie hier rechts auch nicht rüber. Wie sieht's bei der... Die mittlere Brücke ist gebaut. Nein, Leute, scheiße, die haben bei mir schon aufgebaut. Ah! Gesehen. Was haben sie gemacht? Wo war sie? Die Brücke gebaut. Die, ach so, zu dir, hier rechts. Da musst du schnell einen Bunker hinsetzen. Ich baue mal vorsichtshalber einen Bunker hier auch vor der mittleren Brücke, ne? Nur, dass wir da einen haben. Ella? Ach, scheiße. Komm, so. So, dann müssten wir eigentlich ganz gut die Sache hier im Griff haben. Können noch ein paar Minen hier hinsetzen. So. Wir müssen etwas bauen. Die Pioniere kümmern sich darum. Okay, Bunker in der Mitte ist fertig. Dann rüste ich den noch mit dem schweren MG aus. Perfekt, perfekt. So, und dann werde ich jetzt langsam mal zur Stufe 2 gehen. Langsam aber sicher. Auch noch ein Scharfschützen. Ja, dann hast du ein bisschen mehr Sicht. Ja. Unser Mörser schießt hier schon gut auf der rechten Seite. Finde ich schön. Ich bin nicht immer wütend. Der Bunker wurde mit einem MG42 verbessert. Oh, du... Ah, da stehen sie aber schon massiv auf der Brücke zu deiner Seite, Norbert. Heuiuiui, was da los ist, ey. Guck das mal an. Oh, oh, oh. Da ist ein Artillerieschlag. Das wäre menschenverachtend, aber lustig. Auf gewisse Weise. Wollen wir noch eine Grenadiereinheit? Bin ich noch ein bisschen mobiler? Und gehe direkt auf Stufe 3. Zieh das jetzt hier direkt durch. Und baue noch ein bisschen die Dingens aus. Noch ein Munitionslager hier. Boah, fuck. Aber es entlädt sich alles bei dir drüben auf der Insel, ne? Also vielleicht... Sollen wir vielleicht mal einen kleinen Vorstoß machen, irgendwie, oder so? Hier auf der rechten Seite. Die Brücke mal und dann gehen wir darüber. Ja. Nein, das machen sie. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee, weil dann entlasten wir vielleicht Norbert da ein bisschen. Hol ich mal mit den Grenadieren MG42. Ja. Hier entlang. Pioniere. Ich helfe dir mal bei der Brücke. So. Das haben wir aufgebaut. So, fehlen jetzt hier noch irgendwo... Ah, ich klicke immer das Falsche an, wenn überall. Ich... Treibstoff und Munition. Ja, okay, das wollte ich auch gerade machen. Dann gehe ich jetzt hier nach hinten rechts, in die rechts unten, baue da noch ein Treibstofflager hin. So, ich bin in Kampfphase 3 gleich. Grenadiere melden sich bereit. Schick Norbert mal noch ein paar Grenadiere. Ja, dass du die Brücke mal zur Mitte, weil hier oben ist die Brücke eh gleich kaputt, da ist nicht mehr viel. Ja, na, wir bauen ja jetzt hier gerade die Brücke von der rechten Insel zur linken, zur mittleren und gucken dann mal, was da so abgeht. Sollen wir etwas bauen oder hochjagen? So, Unterstützungspanzerkorps. Nope. Ich hätte gerne jetzt das schwere Panzerkorps. Habe ich aber auch gleich. Oh ja, Panzer 4 unterwegs.
wird gebaut. So, dann laufen wir mal rüber. Da stehen ein Maschinengewehrtrupp. Kriegen wir die da im Wald? Ja, die kriegen wir doch recht schnell down. Warum stehen die denn da? Die machen ja überhaupt nichts. Machen doch überhaupt nichts. Naja, was soll denn das? Okay, haben wir. Ich bin in Phase 3, dann baue ich jetzt Panzerkorps. Dahin. Rechts werden wir immer noch nicht angegriffen. Ich versuche das ein bisschen im Blick zu behalten. Zielposition eingenommen. Boah, jetzt schießt hier irgendjemand. Okay, wir kriegen's. Kriegen's hin. Wir haben die Mitte hier schon so ein bisschen eingenommen. Wir sind bereit. Nehmen ein. Pioniere. Weg hier, sonst sind wir tot. Ist da unten jemand? Nö, eigentlich nicht. Die töten uns! Ah, die töten uns wirklich. Scheiße. Oh, scheiße. Ah, Yannick, wo bist du denn? Alle tot? Lol. So geil. Die kommen jetzt rüber, ne? Also, zieh mal deine Pioniere da vielleicht weg. Scheiße, 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 scheiße. Haben wir da irgendwas noch? Wir haben hier meinen MG da noch sitzen. So, ich zieh mal meine Leute zurück. Sturmpanzer 4. Soll ich einen Panzer 4 bauen als erstes? Eigentlich schon, wenn du oder? Du kannst bauen Panzer. Kann ich auch bauen, ja. Dann baue ich einen Panther. Das sollte erstmal auch ganz gut abgehen. Jetzt hier noch mein einen Pioniertrupp mit Flammenwerfern ausgestattet. So, was ist jetzt hier? Wo habe ich noch Pioniere? Hier habe ich doch noch welche. Oh, guck mal, der kommt hier schon mit Panzern oben bei uns. Gut, da kann er uns ja eigentlich im Endeffekt mal, weil... Also wir haben jetzt gerade die rechte Insel verloren. Nur mal so. Aber das ist ja nicht so... Ist ja nicht ganz so schlimm, weil da kommt er zumindest mit Panzern nicht zu uns rüber. Blöd wird's nur, wenn wir hier den. Wenn die zu uns in die Mitte rüberfahren. Man kann normalerweise auch keine Panzersperren oder so bauen, ne? Das, ne? Ja, du kannst halt nur Bunker bauen irgendwie. So, ich fahre mit meinem Panzer jetzt mal links auf die Insel rauf, auf Norberts. Also wenn der kann mich jetzt auch einfach überrollen, also da brauche ich definitiv. Ja, ich bin unterwegs. Wenn ich jetzt hier einen Panzer positioniere, da wo deine ganzen Mörser stehen, dann sollte ich doch da eigentlich die Brücke ganz gut im Auge behalten können von ja, der genau. Seite. Ja, genau, einfach ein Stückel noch davor. Oh, der kommt, ach ne, oben habt ihr, ja, Leute? Wir rennen nämlich gerade oben. Naja, jeder am ist halt schwierig, ne? Ja, mach ich gerade. Ich habe ja gerade diesen Bunker da gebaut. Ich hatte gehofft, der wird noch fertig, bevor die kommen, aber es hat nicht ganz geklappt. Auch nur einen blöden Punkt, und dann kann ich ja diesen blöden Artillerieschlag. Ne, scheiße, ich brauche zwei. Verdammt. Irgendwas kannst du deinen Bunker, deinen Panzer, Dennis, noch ein Stück nach vorne ziehen, dass du direkt am Rückenkopf stehst? Soll ich den nicht hier so seitlich hinstellen, dass der von der Seite auf die Brücke feuern kann? Ja, wie auch immer. Aber nur, dass quasi, wenn die angreifen, nicht direkt in meine Einheiten laufen. Ich stell den jetzt hier in die Seite. Oh. Das halte ich irgendwie für schlauer. So, der Bunker kann die hier ganz gut in Schach halten, aber wahrscheinlich nicht ewig. Also wir sollten da jetzt so schnell wie möglich irgendwas hinschicken. Ich überlege nur, was... Was habe ich denn noch? Ich habe hier noch Grenadiere. Die kann ich hinschicken. Ich nehme meinen Scharfschützen mit. Ich schicke zwei Grenadiertrupps nach rechts. Wisst ihr was? Wir machen mal eine ganz kurze Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Zeigen wir euch, wie wir die fertig machen. Bis dann.